Yo, yeah, und willkommen zurück zu The Lord of the Rings Rise to War. Und wir gehen uns jetzt mal eine schöne, schwierige Herausforderung Nummer 2. Und ich bin gespannt, ob das hier gut machbar ist, aber ich bin zuversichtlich. Also, let's go. Okay, also, hier haben wir Fernkampf- und Nahkampfeinheiten. Hier sind Berittene dabei. Ich würde sagen. Hier können wir mal gucken, welche Fähigkeiten wir kriegen können. Geschwindigkeit. Ne? Okay. So. Okay, das hört sich gut an. Ja. Dann let's go. Hier rein. Das können wir. Uff. Das wird knapp, aber wir haben ja ein paar mehr Fähigkeiten, die können durchaus dazu führen, dass unsere Einheit das kriegen können. So. Heilen nehmen wir auf jeden Fall immer gerne mit dazu. Wie viel haben wir übrig? 22.000. Oh Gott. So. Wie viel haben sie jetzt? 34. So, 6,5. Ah, die würden. Okay, wenn ich hier mal auf Marschieren gehe, sehe ich ja, wie viel die haben. 45.000. Ah, 45, der bestimmt auch. Okay, der besteht nur aus berittenen Einheiten. Ich habe dabei. Könnten wir eigentlich packen? Oder? Ah, 3, 2 sind ein bisschen too much. Was sind das für welche Geister? Ich würde gerne wissen, wer gegen welche Einheit praktisch ist. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal auf gut Glück irgendwas versuchen. Der Bergtroll, wenn ich mich nicht täusche, haben wir auch ein paar Bergtrolle. 56, dann können die gut dagegen. Und der Zerschmetterer. Okay, Alter. Ich glaube nicht. Ja, könnte schwierig werden, dass wir diese Runde hier packen. Okay. Effekt. Okay, was haben wir hier? Okay. Fokus 98% Fokusschadeneffekt modifiziert durch Fokuswerte, 98% Brandschadeneffekt modifiziert durch Fokuswerte. Okay, was hätten wir hier? Gegenfeindliches Ziel. Schaden plus 5 ist mir nicht. Okay, erste Runde gleich ein bisschen Damage. Gut, hört sich gut an. So. Mal sehen, was wir hier kriegen. Ich hoffe, gute Einheiten. Wenn ich die jetzt nehme. Kann ich noch dazu? Nein, scheiße. So. Schade, dass wir hier nicht so viele haben. Okay, was können wir machen? 31 von denen. 1500, 800. Ja, scheiße. Ich nehme mal kurz die raus. 25.000 oder. Ja. Haben wir keine Fankampfeinheiten, sorry, aber. Finde ich irgendwie kacke. Ah, fuck. Macht keinen Sinn. 20.000 brauche ich da nicht reingehen. Like. Okay, mal. Scheiße, ich könnte jetzt mal ein paar bisschen Heilung gebrauchen. Aber wir kriegen es hin. Fähigkeitsschaden 500% während des Kampfes. Fügt 100% physische Schaden zu, vorrangig an Nahkampfeinheiten. Reduziert den nächsten verursachten Schaden. Okay, bisschen Death hört sich gut an. Mal sehen, was wir hier kriegen. So. Bergtrolle! Yes! Okay, hier hätten wir 7000 von denen oder Wächter.
Turmwache oder Wächter? Wir haben ja Bergtrolle, so ein paar dabei. Okay. Ich würde sagen, wir gehen gegen die. Ich glaube, die Wächter waren besser. Gehen wir auf die hier. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie hoch der Unterschied ist von der Macht her. Aber sind wir mal zuversichtlich. Yes! Schaden. Okay, gegenfalls 100% Fokusschaden zu verursachen. Fokusschaden wird jedes Mal neues Jahr aus. 2x150. Okay, wenn schon das hier. Oder was dann mal hier? Aber plus 20 Fokus. Betäuben, oh. Okay, nehmen wir mal betäuben, das könnte durchaus hilfreich sein. So, haben wir eine Whip bekommen, eine Peitsche oder Seil von Galadriel oder. Holy fuck! 8000! Holy shit! Holy. Ich würde da gerne hin. Okay. Ja. Hoffen wir mal, dass die ihren Beitrag leisten und einen Sieg für uns einbringen. Das wäre sehr praktisch. Okay. Böse Mensch und Orks erlittener Schaden minus 14%. Verbündete Fernkampfeinheiten. Wir haben keine Fernkampfeinheiten. Böse Menschen und Orks. Wir haben Orks. Meine ich. So, gehen wir mal heilen. Wenn wir da drüben irgendwelche Kackeinheiten kriegen, dann bringt uns das ja auch nichts. So, 33.000. Oh fuck. Let's go. Let's go! Das schaffen wir! Ja! Stufe abgeschlossen. Yes! Da haben wir schwierige Herausforderungen, haben wir durch 200 Kristalle, bisschen Matom, Matom-Medaille. Ja, sehr nice. Okay, dann haben wir das geschafft. So, die sind alle durch. Und dann können wir zurück. Okay, wenn ich jetzt auf Fortfahren gehe. Okay, gut, dann wird das immer am nächsten Tag resettet. Okay, alles klar, haben wir geschafft. Yes. Okay. Okay, gucken wir mal hier kurz rein. Weiß nicht, eine. Okay, haben wir. Okay, das sind diese Matom-Dinger. Gratis. Du, verfluchte Artefakte. Ah, shit. So, lass mal sehen. Ah, fuck. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Lurz. Ich hätte gerne da den guten Kamul oder der hier ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Wer war das von denen? Wer ist das? Ah, das ist der andere. Okay. So, gucken wir mal kurz. Kamul, ich glaube, der hier Gosmog war ganz praktisch. Oder Kamul? Komm, nehmen wir das jetzt einfach. So. Was wählen wir hier aus? Sauron, Saruman, Hexenmeister. Ja. Okay. Gut, das gibt es. Und was haben wir noch? Kostbare Antiquitäten. Ich glaube, das ist dann helle Seite. Okay. Boromir war, glaube ich, ganz stark. So. Hier drüben nehmen wir die. Falls es nicht Sinn macht, dann lasst es mich gern wissen. So, dann wollen wir hier mal nach Galadriel, nach dem König der Untoten, Aragorn King.
Alter. Das ist Thorin, glaube ich. Warte. Ah, shit. Ich hätte gerne. Der Gandalf ist ziemlich stark, glaube ich. Oder der hier, weiß ich gar nicht. Machen wir mal so. Okay, lass mich gerne wissen, ob da irgendwas keinen Sinn macht. Okay, mal sehen, wo wir jetzt ziehen. Komm. Und draufklicken. Es ist. Oh, ein Held. Faramir. Yeah. Okay. Können wir uns nochmal einen hier? Mit 200, das ist mal noch ganz okay. Und. Nix. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Kommentiert, abonniert, ladet euch das Game über BlueStacks über den Link oben in der Beschreibung runter. Und kommt auf meinen Discord-Server, lasst einen Daumen da, abonniert und ciao.